Wir machen heute eine komplette Wiederholung, das heißt, es geht um Ähnlichkeiten, mal wieder um Dreiecke, um die Konstruierung von Dreiecken und so weiter, um Kreise, Kreisflächen, Kreisringflächen und wir üben nebenbei mal das Ausklammern. Wir sind in der 7. Klasse und alle sind soweit bereit. Ich fange mal Folgendes an. Nehmen wir mal an, wir haben hier ein Dreieck und ich zeichne hier, das mache ich mal mit anderer Farbe, eine Linie ein, die parallel zu der ist. Was gilt dann? Will sagen, ich habe also ein kleines Dreieck, das mache ich mal blau. Und wenn ich das richtig schön nochmal wiedergeben kann, dann mache ich das größere Dreieck daneben. Was gilt in Bezug auf die beiden Dreiecke? Ja, es haben alle mitgedacht und man kann sagen, das blaue Dreieck und das schwarze Dreieck, die sind einander ähnlich, denn ihre Innenwinkel sind alle gleich. Das heißt, der rote ist gleich dem roten, der Orangene ist gleich dem Orangene und der Grüne ist gleich dem Grünen. Das heißt, die Dinger sind einander ähnlich. Das kann man ableiten aus folgendem Umstand. Ich kann nämlich dieses schwarze Dreieck und da eingeschrieben das blaue Dreieck, kann ich nämlich inwiefern kann ich da sagen, dass diese Winkel gleich sein müssen? Dass der rote gleich ist, ist klar, weil sie beide in einem Winkel zusammenliegen und die Linien nicht sichtbar sind. Aber was kann ich mit den grünen Dreiecken sagen, wenn ich sage blau und schwarz, die beiden Linien sind parallel? Kennt ihr vielleicht eher so, wenn ich sowas mache? Dann kann ich sagen, dieser Winkel ist gleich dem. Na, spätestens jetzt an dieser Linie, da erkennen wir es wieder, sind Stufenwinkel. Das heißt, die Grünen, wenn Blau und Schwarz parallel sind, sind Stufenwinkel. Mit anderen Worten, müssen die beide gleich sein. Wie gesagt, die Linien sind parallel zueinander. Und weil das so ist, kann ich auch diesen orangenen Winkel hier und hier als Stufenwinkel bezeichnen, bloß eben auf einer anderen Seite. Ist aber nicht schlimm. Das heißt also, wenn ich hier noch eine Linie durchmale, dann kann ich auch hierzu Stufenwinkel sagen. Also gleiches Prinzip. Das heißt, diese Dreiecke sind einander ähnlich. Man könnte es auch noch so machen, dass ich ein Dreieck, nehmen wir mal an, von ganz weitem so sehe. Und wenn ich näher rankomme, ist es größer geworden. Hat aber die gleichen Innenwinkel. Bloß hier in dieser Darstellung hier sieht man das nicht so deutlich, dass die alle die gleichen Winkel haben. Schön ist, wenn man das kleine Dreieck hier reinschieben kann. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Und dann werden wir sehen, ob ich es richtig gemacht habe. Nee. Na, dann versuche ich mal das Große zu schieben. Das geht auch nicht. Na, ist egal. Aber ihr ahnt, worauf es drauf ankommt. Wenn ich das irgendwie in eine Spitze reinschieben kann und die Linien überdecken sich komplett an der Stelle hier, dann hat es geklappt. Dann kann man sagen, die sind einander ähnlich, wenn die anderen beiden Seiten, die nicht überdeckt werden, parallel sind. Dann geht das. Okay. Hier können wir ganz getrost das Wort ähnlich daneben schreiben. Ähnliche Dreiecke. So. So, jetzt habe ich hier ein Dreieck. Das mache ich mal auf der nächsten Seite, damit das besser auffällt. Ich kopiere mal ein Dreieck, dieses von eben, und ich mache das nochmal. Also ich habe zwei Dreiecke, die sind einander gleich. Wenn ich jetzt aber sage, sind die wirklich gleich, dann kann ich dieses Verschiebeverfahren von eben auch wieder anwenden. Indem ich sage, naja, dann nehmen wir dieses Dreieck mal und schieben das. Aha. Schieben das einfach auf das andere drauf. Das heißt, was kann man jetzt sagen? Die beiden sind einander, wie sagt man dazu? Deckungsgleich, genau. Deckungsgleich. Deckungsgleich, ne? Die überdecken sich komplett. Und man sagt dazu in der Fachsprache kongruent. Kongruent. Jetzt nochmal den anderen Fall. Also, wenn ich sage, das hier, dieses große Dreieck, was ich mir gerade reinkopiert und vergrößert habe, ist denn das deckungsgleich? Das sieht man jetzt schon. Aber wenn ich das so hinschieben kann, schaut mal, jetzt ist schon eine Seite gedeckt. Und wenn ich, naja, wenn ich es richtig hinkriege, nee. Aber ihr ahnt schon, dieses, leider hängt das am Raster ein bisschen fest, dieses größere Dreieck hat, wenn ich jetzt, Moment, ich zeige es nochmal, dieses größere Dreieck hat, wenn diese und diese Seite sich wirklich dann überdecken würden, wenn ich es entsprechend hätte hinschieben können, dann kann ich davon ausgehen, dass dieser Winkel hier drin auch bei beiden der gleiche ist, wenn die lila Seite in der schwarzen Seite liegt. Und das gleiche Thema wie eben, nochmal, Ähnlichkeit, dann kann ich jetzt wieder davon ausgehen, und das kann man überprüfen, ob der Abstand
von hier bis hier dem Abstand von hier bis hier gleich ist, dann sind die beiden Seiten parallel. Das heißt also, die rote Seite und die andere rote Seite sind parallel zueinander. Wenn sie parallel zueinander sind, dann kann ich wieder meine, jetzt nehme ich mal eine andere Farbe als Abwechslung, kann ich wieder sagen, aha, wenn die parallel sind, dann habe ich hier sozusagen geschnittene Parallelen, ne? Und ich habe hier Stufenwinkel und machen wir hier noch welche rein, habe ich hier auch Stufenwinkel und dann hat es geklappt. Okay, das dazu, das heißt aber die Dinger, das ist der Unterschied, diese hier, die beiden sind einander ähnlich. Okay, das müsste eigentlich jetzt zu dem Thema als Wiederholung genügen. Kommen wir zu einem ähnlichen Thema. Ähnlich meine ich insofern, wie kann ich, wenn nur Folgendes gegeben ist, wie kann ich ein Dreieck daraus basteln? Und zwar, ich habe eine Seite und an der Seite anliegend ist ein Winkel und ich habe noch einen Winkel. Das heißt also, wenn ich hier eine Skizze mache, sage ich, ich habe eine Seite und hier ist ein Winkel und hier ist ein Winkel. Wird das ein Dreieck? Kann man das konstruieren? Und wie kann man es konstruieren? Also gesucht ist das Dreieck selber, aber konstruiert. Wie macht man es? Und das Schicke ist, eigentlich ist es in der Skizze schon dargestellt, wie man es macht, aber trotzdem gehen wir nochmal drauf ein. Jetzt habe ich hier natürlich mit dem Tablet keine Möglichkeit, das direkt so zu machen, aber ich zeichne eine Seite, ganz egal, ich kann die Seite auch schräg reinmalen. Und dann nehme ich ein Winkelmesser und lege hier den entsprechenden Winkel an, der mir bekannt ist, und ich nehme ein Winkelmesser und lege hier den entsprechenden Winkel an. Natürlich abgemessen, mache hier mein Strichlein, ne? Und dann kann ich hier, habe ich hier zwei Seiten anliegen. Und wenn ich die jetzt so lang verlängere, bis die sich schneiden in dem Punkt, dann habe ich wieder ein fertiges Dreieck. Leicht oder schwer? Ich halte mal an. Jetzt kam die Idee, ja, ich könnte doch hier Folgendes machen. Ich nehme hier einen Zirkel, steche hier ein. Und wenn ich hier eingestochen habe, dann kann ich mit dem Zirkel, mit der entsprechenden Zirkelspanne, hier einen Kreisbogen schlagen und das gleiche könnte ich hier auch machen, hier einen Kreisbogen schlagen. Schon, aber dann müsste ich wissen, wie lang die Seiten sind. Das geht nicht. Das heißt also, in diesem Fall ist es nicht möglich auf diese Art, sondern hier muss ich wirklich sagen, ich nehme erst eine Seite, so wie die Skizze schon dargestellt ist, trage die Winkel an mit dem Winkelmesser und verlängere dann die beiden Schenkel des Winkels so weit, bis die sich schneiden und dann habe ich das Dreieck. Anderes Beispiel. Gegeben sei Folgendes und zwar, ich habe eine Seite der Länge nach, ich habe noch eine Seite und ich habe noch eine Seite. Wie kann man das machen? Jetzt kommt deine Idee. Genau so ist es. Wir legen als erstes einen Punkt fest. Wenn ich diesen Punkt festgelegt habe, dann nehme ich meine erste Seite. Das sei die erste Seite. Und mache einfach einen Kreisbogen mit dem Zirkel. Ne? Von hier bis hier mit dem Zirkel einen Kreisbogen. Dann hätte ich hier irgendwo, die kann hier liegen, die könnte auch hier liegen, die könnte auch hier liegen, ganz egal, hätte ich die Länge der Seite. Ich lege mal mich auf irgendwie die Mitte fest oder was, das mag jetzt mal genügen. Dann nehme ich einen Zirkel, steche hier in diesem neuen Punkt ein, mache mit der nächsten Seite einen Kreisbogen. Also, irgendwo könnte hier sein, weiß der Kuckuck wo. So, dann hätte ich also die neue Seite. Das war die erste. Jetzt kann ich hier irgendwo könnte ich eine neue Seite machen. Aber ich weiß ja nicht, wie groß ist die dritte Seite. Und demzufolge mache ich das, dass ich sage, die dritte Seite, die kriege ich raus, indem ich die Länge in den Zirkel nehme. Und dann könnte ja sein, dass der Kreisbogen hier ist. Hier. Oder der könnte hier sein. Und dann hätte ich hier die dritte Seite. Also hier war die gepunktete Seite. Aber wenn ich diesen Punkt jetzt ermittelt habe, wo die sich schneiden, diese beiden, die Punkte und Strichelseite, dann kann ich zum Schluss verbinden und kann sagen, jetzt habe ich, naja, einigermaßen, jetzt habe ich mein Dreieck fertig. Seite, 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 ne? Ah, kommt eine Frage. Klar, ich hatte hier erst den Kreisbogen gemacht, von einem Punkt ausgehend, natürlich kann ich es auch so machen. Ich fange mit einem Strich an, den lege ich mir irgendwie in die Landschaft, wie es mir gefällt, und lege dann einen Punkt fest und mache dann mit dem Zirkel mein Strichlein und habe hier dann den Endpunkt. Das ist eigentlich egal. Entweder ich lege ihn so, indem ich zuerst den Kreisbogen mache oder eben den Strich, ganz genau. Richtig, ist eine gute Idee. Was passiert in diesem Fall? Ich habe eine Seite gegeben, ich habe einen Winkel gegeben und noch eine weitere Seite. Das heißt also, wenn ich mir das mal skizziere, dann habe ich hier eine Seite, jetzt kommt mein Winkel
Und ich habe noch eine Seite, und zwar der Länge nach. Na, dann ist es leicht, ne? Wenn ich das jetzt so darstelle, dann brauche ich hier gar nicht weiterzumachen. Wenn die Längen der Seiten klar sind und der eingeschlossene Winkel dazwischen, dann brauche ich bloß noch die Endpunkte zu verbinden und dann habe ich es. Das war also ganz leicht. Was gibt es noch? Was ist im folgenden Fall? Also gegeben sei, und da kam natürlich schon, ich habe einen Winkel, ich habe noch einen Winkel, ich habe noch einen Winkel eines Dreiecks. Dann könnte ich sagen, ja, ist schön. Dann lege ich erstmal einen Winkel irgendwo in die Landschaft. Tja, dann lege ich einen, ja, aber wo, ne? Jetzt kommt die Schwierigkeit. Diesen Punkt, da kann ich anfangen, da habe ich einen Winkel angetragen. Wenn ich jetzt hier versuche, oder hier auf der anderen Seite, ich lasse die mal noch sonst wohin laufen. Wenn ich jetzt hier versuche, einen Winkel anzulegen, lass den klein sein, ja, dann ist in Ordnung. Aber dann ist das Dreieck so groß. Lege ich den Winkel aber schon hier an, dann ist das Dreieck so groß. Dann kann ich Dreiecke produzieren. Das geht. Dann muss ja der restliche Winkel der sein hier, ne? Das wäre dann der restliche Winkel. Oder ich mache das hier. Leg diesen Winkel an, diesen Winkel. Immer die gleichen und ich habe immer hier unten den gleichen Winkel, der übrig bleibt. Müsste ja klappen. Aber was produziere ich dann letzten Endes? Genau, damit kann ich nur ähnliche Dreiecke produzieren. Es wären Dreiecke, ohne Frage, natürlich. Aber die Dreiecke sind einander alle ähnlich, weil nämlich alle Innenwinkel stimmen. Und es ist nicht eindeutig bestimmt, wie groß ist denn das? Vielleicht ist es bloß so groß. Oder vielleicht ist es noch viel größer und so weiter und so fort. So, jetzt nehmen wir noch den, naja, vermeintlich letzten Fall. Also gegeben sei eine Seite und ein Winkel. Und zwar in dieser Weise, dass wir so anfangen. Also sucht es immer dasselbe und Lösung ist eigentlich klar, was jetzt kommt. So, und wir haben mit einer Seite angefangen, deren Länge ist klar. Und wir haben einstweilen einen Winkel angetragen. Das war auch klar. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt haben wir noch eine, das war die eine Seite, jetzt kommt die nächste Seite. Winkel haben wir angetragen. Was ist, wenn ich jetzt hier mit einem Zirkel einen Kreisbogen mache? Dann sehe ich, dann könnte die Seite hier sein, hier oder sonst wo sein. Und dann kann ich Folgendes machen. Dann kann ich jetzt diesen Winkel verlängern und treffe automatisch auch auf die Seite. Genau. Ähnelt aber dem Verfahren Seite, Winkel, Seite. Denn ich kann auch so anfangen, dass ich sage, naja, ich habe eine Seite, ich habe noch eine andere Seite, deren Punkt ist fest. So geht's auch. Aber ist okay, gut. Diese ganze Konstruiererei, die ist ja ganz nett, die kann man auch für folgende Sachen gebrauchen. Ich bleibe mal hier oben bei diesem Beispiel und nehme mal hellgrün. Wenn ich ein Dreieck, Seite, Winkel, Seite, ein weiteres Dreieck so konstruieren kann, dass mit den gleichen Winkeln und den gleichen Seitenlängen, das heißt also hier das Kreuz auch übereinstimmt, hier die Winkel sind gleich. Wenn sie also in der Seite und den Winkeln übereinstimmen beide, dann muss ich sie nicht mal übereinander schieben, dann weiß ich diesen Kongruent. Und das kann ich hier auch machen, das kann ich mit allen Dreiecken auch machen. Das heißt also, wenn ein Dreieck mit einem anderen insofern übereinstimmt, dass es genau gleich konstruiert wird, dass also der Winkel, die Seite und der Winkel gleich ist, dann sind sie einander kongruent. Hier liegt also auch Kongruenz vor. Ich muss sie nicht übereinander schieben. Genauso kann ich das mit Seite, Seite, Seite machen. Genauso kann ich das mit den anderen Verfahren machen, bis auf hier. Hier habe ich ein Problem. Hier kann ich nur sagen, die sind einander ähnlich. Denn das eine kann ich so konstruieren und das andere, das kann dem durchaus ähnlich sein. Wenn das dann so aussieht, dann ist das garantiert nicht deckungsgleich. Dann sind sie aber wenigstens einander ähnlich. Auch bei diesem Verfahren kann ich das so machen. Wenn beide Dreiecke gleichartig konstruiert werden, dann sind sie kongruent. Kongruent nochmal heißt, da ist es, deckungsgleich. Die passen genau übereinander. Die haben alles gleich, was ich haben will. Das ist ein Unterscheidungsmerkmal. Brauchen wir dann später, müssen wir immer wieder mal anwenden. So, weitere Wiederholung. Bevor ich zu den Kreisen komme, ich hatte gesagt, wir wollen uns heute noch mit Kreisflächen und so einem Kram beschäftigen und mit solchen Flächen. Das heißt also, was ist hier übrig? Ne, das Blaue, was ist hier übrig, wenn ich aus einem Kreis etwas herausschneide? Da sollten wir nochmal, damit wir mit großen Formeln nicht, naja, nicht in Schwierigkeiten kommen, sollten wir nochmal schnell das Ausklammern wiederholen und üben. Und dann kommen wir zu den Kreisen nochmal. Ausklammern als mathematisches Verfahren, damit wir da keine Bange bekommen. Folgender Fall zum Thema Ausklammern. Folgender Fall, nehmen wir mal an, es steht folgende Aufgabe da.
5 plus 4 und das alles mal 3. Was kommt raus? Gibt zwei Wege. Erster Weg. Also, erste Variante. Ich sage, 5 plus 4 mal 3 kann ich so betrachten als 5 plus 4 ist 9 mal 3 ist 27. Fertig. Oder, zweite Variante, nochmal 5 plus 4 mal 3 ist gleich. Und jetzt kommt's. 5 mal 3. Ich mache direkt einen Bogen dran, damit ich nicht durcheinander komme. Wenn die Klammerausdrücke größer sind, komme ich sonst durcheinander. 5 mal 3 ist 15. 4 mal 3 ist 12. Peng. Siehe da, 15 plus 12 ist 27. Jetzt nehmen wir mal an, es steht folgender Ausdruck da. Also das war praktisch die Einleitung des Ganzen. Wie macht man es so rum? Was ist aber, wenn da steht 15 plus 12 und ich möchte daraus ein Produkt machen? Einen Klammerausdruck ist ein Produkt. Guck mal hier ein Produkt deswegen, weil hier ist ein Mal. Und dieses Mal bedeutet, ich habe ein Produkt aus dem Klammerausdruck und einer Zahl. Dann kann ich Folgendes machen. Dann kann ich sagen, ich guck mal, welche Zahl hier in beiden steckt. Und das ist offensichtlich die 3. Eine andere finde ich nicht. Eine 6 würde nicht passen. Eine 6 passt hier rein, aber 6 mal 3 ist 18, das passt nicht. Ne? Also kann ich sagen, das, was hier drin versteckt ist, das ist nämlich 5 mal 3 plus 4 mal 3. Also kann ich sagen, ich kann daraus ein Produkt machen, indem ich die 3 hier aus beiden herausziehe. Und was bleibt dann übrig? Dann bleibt in der Klammer 5 plus 4. Das war jetzt der ganze Weg rückwärts. Und dazu ein paar Übungen, die schreibe ich jetzt auf. Also wer zu Hause sich das nochmal anguckt, guckt sich diese Seite nochmal an, drückt jetzt, wenn ich Pause drücke, auch Pause und überlegt nochmal, wie das funktioniert. Also das war der eine Weg und das war jetzt der andere Weg. Wie kann ich aus zwei Zahlen etwas herausklammern? Das ist hier in diesem Fall gar nicht mal wichtig, weil hier habe ich es mit direkten Zahlen zu tun. Aber was ist, wenn da steht 15x plus 12x Quadrat. Was kann ich dann ausklammern? Genau, dann kann ich ein x und eine 3 ausklammern. Gucken wir mal, denn hier steht 5 mal 3 mal x plus 4 mal 3 mal x mal x. Und jetzt sieht man es ganz deutlich, eine 3 steckt drin und ein x steckt in beiden drin. Also kann ich sagen 3x und dann mal, ich habe das mal jetzt weggelassen, was bleibt jetzt übrig? Wenn hier 3x fehlt, dann bleibt eine 5 übrig. Plus, das ist dieses Plus hier. Und jetzt gucke ich, hier fehlt 3 mal x. Also bleibt 4 mal x übrig, plus 4 mal x. Das Ganze kann man dann wieder rückwärts ausprobieren. Wenn es stimmt, ist es schön. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Ich glaube, es stimmt aber. 3 mal x mal 5 ist 15x. 3 mal x mal 4 mal x. 3 mal 4 ist 12. Und x mal x ist x Quadrat. Aha, das und das ist das Gleiche. Haben wir es richtig gemacht. Das sollte man immer machen nach dem Ausklammern. Nochmal überprüfen, ob man Quatsch gemacht hat oder nicht. So, ich schreibe jetzt gleich nach einer Pause Übungsaufgaben auf und stelle die dann kurz vor. Und dann machen wir wieder Pause und wir üben jetzt erstmal. Ich habe es mir anders überlegt. Ich mache daraus ein zweites Video, was sich nur mit Übungsaufgaben daraus beschäftigt. Und zum Schluss machen wir wahrscheinlich noch eins zum Kreis. Also, was man hier sieht, hier haben wir eine Punktrechnung und eine Strichrechnung. Was gilt? Punktrechnung vor Strichrechnung. Au! Genau.